Ja, hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer wichtigen Ankündigung. Ja, eine wichtige kleine Ankündigung. Und zwar geht es um Folgendes. In den letzten Monaten haben wir sehr, sehr viel Post von euch bekommen, sei es über die verschiedensten Social-Media-Kanäle, Facebook, YouTube, per E-Mail, per WhatsApp. Und natürlich rufen wir auch immer dazu auf, nach jedem Video, wenn ihr Fragen habt, Kommentare und so weiter, postet es, schreibt es unter die Beiträge. Aber inzwischen kommen natürlich auch jede Menge private Nachrichten mit ganz, ganz vielen Fragen. Und das hat inzwischen so viel Überhand genommen, dass wir das gar nicht mehr schaffen, beziehungsweise es reicht immer mal nur für eine kurze Antwort. Haben wir gerade ein bisschen im Moment mehr Zeit, dann kriegt derjenige auch eine ausführliche Antwort. Daher haben wir ja auch damals unser Patreon-Programm ins Leben gerufen. Da, wenn ihr, also die Patreons können uns Fragen stellen, für die nehmen wir uns natürlich besonders Zeit. Aber wir möchten uns natürlich für alle besonders viel Zeit nehmen. Das geht aber inzwischen nicht mehr, weil wenn wir das tun würden, dann würde unser die Hälfte des Tages, des Arbeitstages, würde darauf drauf gehen, dass wir nur am Fragen beantworten sind. Um das für beide Seiten zu optimieren, haben wir uns überlegt, wir werden ein neues Format bringen. Und zwar, das werden wir einmal im Monat machen. Und zwar ein kleines Q&A, ne? Question and Answer. Wir werden nochmal überlegen, wie wir das Ganze nennen. Wir stehen natürlich auf deutsche Worte und wir werden uns da noch einen entsprechenden Namen einfallen lassen. Fragen und Antworten. Mal gucken, wie es heißen wird, aber auf jeden Fall wird es ein kleines Format werden, wo dann auch Thomas öfters mit dabei sein wird und wo wir dann einfach uns viele Fragen, die ihr uns stellt, in dieser Sendung einfach abarbeiten werden. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt das komplett einstellen werden. Wir werden natürlich immer mal die ein oder andere Antwort auch per E-Mail und so weiter geben. Aber wirklich ausführliche Sachen, wo vielleicht einfach Dinge auch beschrieben werden müssen, das geht teilweise über das gesprochene Wort viel einfacher und schneller als über das geschriebene Wort. Und auch andere Sachen wie zum Beispiel Verlosungsaktionen werden wir alles in dieses Format mitpacken. Das heißt, wir werden einmal im Monat dieses Frage-Antwort-Video machen, wo wir auf eure Fragen eingehen, werden die ausführlich beantworten und werden dort die ein oder andere Verlosung noch stattfinden lassen. Das bedeutet aber auch, dass ihr das ein oder andere Mal ein bisschen länger darauf auf eure Antworten warten müsst. Das heißt, wenn ihr uns meinetwegen, wir sagen, wir machen zum 1. des Monats, jetzt mal ganz blöd gesagt, zum 1. des Monats unser Q&A und ihr bringt quasi am 6. des Monats eine Frage. Das heißt, es kann dann auch mal passieren, dass diese Frage dann tatsächlich 3 Wochen dauert, um beantwortet zu werden. Aber sie wird auf jeden Fall beantwortet. Wir haben jetzt auch schon in den letzten Monaten das ein oder andere Mal vielleicht nicht reagiert, weil wir es übersehen haben. Das machen wir nicht, weil wir das nicht wollen, sondern das passiert tatsächlich, dass wir Sachen übersehen. Oder in dem Moment, wo wir diese Nachricht bekommen, haben wir es zwar wahrgenommen, aber am Abend vielleicht haben wir es schon wieder vergessen und dann kam schon wieder eine ganz andere Frage von jemand anders und dann hat man das überlesen. Das soll jetzt künftig damit auch so ein bisschen aussortiert werden, dass man quasi das nicht mehr vergisst. Wir werden uns das notieren und werden das dann einmal im Monat, werden wir diese Fragen ausführlich beantworten. Wir hoffen auf jeden Fall, dass es auch in eurem Anliegen, wir werden das jetzt einfach mal ein paar Mal versuchen. Wir sind der Meinung, das könnte uns helfen, dass wir tatsächlich da niemanden vergessen, tatsächlich auch mal ein bisschen ausführlicher eingehen können und nicht nur irgendwie 2 Antwortsätze schreiben können und hoffen da auch auf euer Verständnis, wenn halt die Sachen nicht direkt beantwortet werden. Wir werden uns noch mal überlegen. Wir haben bei Facebook zum Beispiel ja schon einen Autoresponder eingerichtet. Das heißt, jeder, der uns anschreibt, bekommt eine automatische Nachricht. Wir werden mal überlegen, ob wir den noch ein bisschen ändern, dass halt auch neue Leute einfach wissen, so alles klar. Wenn es spezielle Fragen sind, die werden halt einfach in diesen Q&A-Videos beantwortet. Dass auch die nicht sauer sind, wenn sie keine Antwort direkt bekommen. Oder vielleicht reagieren wir auch drauf und sagen, bis zum Ende des Monats, schaut dann das Antwortvideo. Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass es in eurem Sinne und wir werden das jetzt einfach mal ein paar Monate versuchen und dann gucken wir einfach mal, nimmt es uns auf jeden Fall Arbeit ab und ist es vielleicht auch besser für euch, einfach dann halt diese ausführlichen Fragen beantwortet zu bekommen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für euer Interesse, fürs Zuschauen. Hört auf jeden Fall nicht auf, uns Fragen zu stellen. Wir haben da schon extrem Bock drauf und wenn jemand Fragen hat und wir können sie beantworten, dann werden wir das auch gerne beantworten. Nur habt einfach ein bisschen Verständnis, dass das einfach auch wirklich viel Zeit kostet. Nicht die einzelne Frage an sich, aber die Masse an Fragen, das kostet halt einfach unglaublich viel Zeit. Daher das neue Format. Vielen Dank an euch. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.